Jo, meine Freunde, willkommen in einer neuen Sendung. Heute wollte ich euch mal den Ausschnitt zeigen, den ich eingefangen habe an der Pop-Conference dieses Jahr 2023. Ich wurde eingeladen als einer der Speaker, und zwar bei der Podiumsdiskussion Klima und Kultur. Wie sollte sich Kultur in Zeiten des Klimawandels positionieren? Hätte ich gesagt, ihr könnt euch jetzt selbst mal ein Bild machen. Ich habe das Ganze eingefangen. Falls ihr Ideen habt zu diesem Thema oder wie man sich da besser einsetzen könnte, lasst mir das gerne in den Kommentaren. Oder wenn ihr irgendwelche Ideen habt zu den Sachen, die während der Podiumsdiskussion erwähnt wurden, schreibt mir da gerne eure Meinung dazu. Und jetzt geht's los. Zum zweiten Konferenztag und zu einem weiteren Panel in der Conference, auf der Nürnberg Pop Conference. Das Panel heißt Klima und Kultur. Wie sollte Kultur sich in Zeiten des Klimawandels positionieren? Super spannendes Thema, super wichtiges Thema, schönes Thema hier auch auf der Nürnberg Pop. Es ist leider noch nicht so üblich, dass das Thema Klima, Nachhaltigkeit mit der Kultur- und Musikszene in Kontakt kommt und erfährt dadurch einfach eine absolute Wichtigkeit. Wir sind eine illustre Runde, haben wir schon festgestellt, eine schöne Runde. Und ich würde euch alle bitten, euch mal ganz kurz vorzustellen. Ich mache einmal kurz den Namen und dann wäre klasse, wenn ihr dann kurz sagen könnt, als Vorstellung, ein bisschen von eurer Persönlichkeit auch mitzubekommen, welche Band ihr hier auf dem aktuellen Line-Up von der Nürnberg Pop Festival, welche ihr entweder schon gesehen habt, welchen Auftritt ihr schon gesehen habt oder noch vorhabt, oder welche Band ihr empfehlen könnt. Das wird super, weil ich kriege da ein bisschen was von euch auch mit. Also neben mir sitzt Marion Greta, die ist die Leiterin vom Deutschen Museum Nürnberg, auch genommen als Zukunftsmuseum Nürnberg. Dann sitzt daneben der Alex, ich hoffe, ich sage den Namen richtig, Chiuchea. Das ist richtig. Super, von Clean Up die Welt. Dann haben wir den Dr. Bernhard Chaplin, Booking an Event vom Konzertbüro Franken, die Cosima Sokol von der Initiative Jugend und Kultur Kelheim und den Julian Weiß, Leiter Marketingstrategie von Bergby Events. Und dann kommen wir runter zurück. Was ist deine Empfehlung für Line-Up von Nürnberg? Meine Empfehlung liegt bisher an meiner grundsätzlichen Einstellung bzw. auch an unserer eigenen Ausrichtung als Festivalbetreiber. Für mich ist immer wichtig zu sagen, dass das Festival, das da ist, also ich möchte keinen Einzelkünstler hervorheben, sondern ich glaube, es ist jeder Künstler, der da ist, es ist wert, gesehen und gehört zu werden, ist auch vielleicht kurz dann aus unserer Richtung, wir wollen die Leute dazu bringen, dass sie wegen dem Festival und nicht wegen Einzelkünstlern kommen. Da unterscheiden wir uns halt im Kollektiv natürlich von Einzelshows, von Einzelkonzerten, weil es einfach nachhaltiger ist, weil es sinnvoller ist und uns halt mehr Bindung auch an unsere Marken gibt. Deswegen kann ich nur empfehlen, alles was geht, mitzunehmen. Diplomatische Antwort, aber klar, empfehlen. Wie schaut es bei dir aus? Also ich empfehle heute um 18 Uhr The Comets anzuschauen. Die sind aus Regensburg und Teil des Spitzenförderprogramms BYON vom Verband für Popkultur Bayern. Das ist ein Quartett. Also es sind drei Frauen und ein am Schlagzeug. Genau, ein Cello ist dabei und die haben jetzt auch Support von Jeremias gespielt, also schon auch eine sehr große Bühne. Also bevor die noch größer werden, sollte man die Gelegenheit nutzen, sie heute anzuschauen. Danke dir. Schaut's bei dir aus, Bernhard. Ich empfehle die Clamphonics. Experimenteller Elektro mit Werkzeugen und Co. Haben wir selber schon auf dem Festival gehabt. Finde ich super und ansonsten ist eine Leidenschaft sicher noch Karikari bei mir. Die hatten auch bei Beatsteaks mal den Support. Und ja, ist jedes Konzert ein Erlebnis. Danke. Alex. Ich muss sagen, ich habe mir jetzt die Programme nicht ganz angeschaut. Richtig. Ich konsumiere eigentlich nicht so viel Medien, immer sehr bewusst, deswegen ist er mich auch gar nicht böse gemeint. Und dann kannst du damit wunderbar finden, du kannst das Festival. Jetzt habe ich einen Impuls bekommen. So. Perfekt. Ich werde natürlich auch bei den Comets. Heute 18 Uhr habe ich mir angeguckt. Wahrscheinlich wirklich dein Typ. Ach, du sitzt ja gleich um die Ecke, aber sind so eine echt noch so eine ganz junge Band. Wahrscheinlich werden die noch 3 Jahre, müssen wir viele Tickets bezahlen. Aber sonst bin ich tatsächlich auch eher bei dir. Ich finde, das Festival hier in Nürnberg ist etwas, das so viele Möglichkeiten bietet.
alles nochmal so, so anzuschauen. Ne? Das ist wirklich nicht eine Einzelkunde, es sind so viele lokale, aber auch wirklich große, große Namen. Und es ist hier in Lübeck in der Stadt. Also man muss wirklich nicht weit rausfahren oder irgendwie sich groß kümmern. Super mit den Tickets. Daher glaube ich, ist das das Konzept, das glaube ich eher das Entdecken. Also wirklich mal Sachen mit sich entdecken lassen und sagen, keine Ahnung, eigentlich nicht meine Musikrichtung, aber ich gucke das mal. Super. Übrigens hat das Nürnberg Pop auch den Helga Award für das feinste Booking gewonnen. Ja. Ja. Ich habe mir noch nicht vorgestellt, Anne Kirchhoff. Ich bin hier in Nürnberg, arbeite und lebe hier, bin seit 30 Jahren bei der Nichtregierungsorganisation Germanwatch und war seit 20 Jahren im Vorstand. Germanwatch ist eine Umwelt- und Entwicklungsorganisation. Das ist sicherlich einer der Gründe, warum ich hier sitze und da auch dann mit verschiedenen anderen Institutionen noch im Punkt Nachhaltigkeit ehrenamtlich unterwegs. Ich habe gestern Orbit angeguckt, kann ich empfehlen, und die Softrock Band aus Berlin, leider Bonn verpasst, weil ich in München sein musste am Donnerstag, hätte ich lieben gern gesehen, die habe ich noch ganz kurz auf der Republika gesehen, hieß ja. Und heute habe ich, weil ich privat heute noch weg muss, leider nicht den zweiten Tag mitnehmen kann, werde ich mir auf jeden Fall aber noch welche Kulturgarten geben, weil die Venue kenne ich noch nicht. Ja. Also wer noch flanieren möchte, Kulturgarten, ich weiß nicht, ob es neu ist, aber das finde ich spannend. Okay, wir haben einen kleinen Eindruck bekommen und wir haben schon ein bisschen, nee, du hast das Stichwort genannt, was Klima angeht, das ist ein Festival hier in der Stadt. So, wir hätten eigentlich noch den Matthias Pfiffker hier gehabt, das ist ein hier in Nürnberg sehr bekannter und über die Region Nürnberg hinaus auch sehr bekannter Prof für Sachen Nachhaltigkeit. Der kann leider aus familiären Gründen nicht. Von daher nehme ich jetzt so ein bisschen, setze ich den Hut so ein bisschen auf und sage ein bisschen was auch zum Thema Klimanachhaltigkeit für uns alle sehr niederschwellig, dass wir reinkommen ins Thema und versuche euch auch immer wieder vielleicht ein bisschen zu pieken oder da den Horizont zu öffnen, dass wir das Thema irgendwie versuchen greifbar zu machen, weil es wahnsinnig komplex ist. Ich übersetze immer das Thema, also Klimanachhaltigkeit mit verantwortungsvolles Handeln, nicht zulasten Dritter. Es gibt wunderbare Definitionen, die super komplex sind, aber wenn ich mich so verhalte, dass niemand von meinem Handeln Schaden hat, dann ist es nachhaltig. Wenn ihr so im normalen Kontext das Wort Nachhaltigkeit oder nachhaltig verwendet, könnt ihr 80% streichen. Dann kann man gern dauerhaft sagen. Das hat überhaupt nichts mit Nachhaltigkeit zu tun. Nachhaltigkeit und auch der Bereich Klima, das ist ein Managementansatz. Auf dem entlang der Wertschöpfungskette gehen, das ist 360 Grad. Und wir haben auch, was das Thema Klima angeht, streifen wir immer die drei großen Bereiche von der Nachhaltigkeit. Das ist die Ökologie, das ist die Ökonomie und das ist das Soziale oder Gesellschaftliche. Das wird grundsätzlich immer gestriffen. Das macht es einfach so furchtbar komplex. Das ist das Schlimme dabei. Und wenn ich jetzt gucke im Kulturbereich und dann schaue ich mir im Kulturbereich die Ökonomie an, hat man vorne schon gerade gesagt, ne, das ist natürlich, ihr müsst überleben, ihr seid alle Wirtschaftsbetriebe. Das ist verantwortliches Handeln. Ihr habt Mitarbeiter, ihr habt Festangestellte. So. Dem müsst ihr gerecht sein und müsst halt immer gucken, dass ihr die anderen Bereiche in Einklang bekommt. So. Was ist aber bei den Gehältern? Ne? Wenn ich an Festivals denke, da sind viele Menschen, die dort arbeiten und die es braucht. Wie schaut es eigentlich da mit den Gehältern aus? Juckt es uns Konsumenten? Frage. Dann eben auch der Punkt, wenn ich jetzt Gesellschaft gucke, Soziales, wie divers. Frage natürlich auch nicht, nur wie divers sind denn die Veranstalter, die Akteure aufgestellt und dann auch in Sachen Klima, finde ich da irgendwas bei euch in euren, weiß ich nicht, habt ihr Leitsätze, woran ich mich als Konsument vielleicht orientieren könnte, um zu sehen, hey, wie nachhaltig ist denn der Veranstalter, ist denn im Festival schon, kann ich da nachgucken, ist das transparent, ist der Zugang niederschwellig für alle? Mit wem arbeitet ihr zusammen? Nachdem wir alle die ARD-Dreiteiler gesehen haben, Evente, war es auch der letzte, gibt es dann schon Alternativen. So. Und im Punkt der Ökologie, schön, wenn man jetzt wieder Vinyl kaufen kann, ist aber nicht so ökologisch. Was ist mit dem Müll? Also ich kenne noch die
die Festivals von ein paar Tagen, die über ein paar Tage gehen, dann stehst du irgendwann Schluss auf einen Meter Müll. So, und hast bei dem dritten Festivaltag. Da spielen wir dann bei dann zu dir dann eben auch rüber. Aber hast du das mit der Logistik, was es mit dem Strom gibt, so genug Strom, dass du ein Festival so betrieben werden können. Also ganz, ganz viele Sachen, aber vor allem ganz, ganz viel, was jetzt nämlich den Mut der Festivalbesucher, der Kulturgenießerin ein, was auch für uns interessant ist und wo wir für uns eigentlich auch vielleicht mal hingucken sollten und unterstützen sollten und uns fragen sollten, was können wir denn machen, wenn wir Kultur genießen wollen, die klimabewusst ist. Von daher, Cosima, fange ich mal gleich bei dir an. Kelheim, ich gebe dir jetzt einfach mal die Brille, dass du guckst von außen drauf. Wie nachhaltig ist denn die Kulturbranche? Was ist so, wie fällt da dein Urteil aus? Also Kulturbranche ist ja auch sehr weit, also ist ja ein weites Feld. Aber generell würde ich sagen, dass die Kulturbranche im Gegensatz zu anderen Branchen wie der Automobilindustrie oder vielleicht auch der Lebensmittelindustrie schon viel mehr und viel besser sensibilisiert ist auf das Thema Nachhaltigkeit, weil da Menschen arbeiten, die das aus Überzeugung machen und bestimmte Werte haben und bestimmte Werte vertreten. Und auch nicht jeder macht das aus ökonomischen Gründen. Also ich mache das ehrenamtlich. Also die beiden Festivals, bei denen ich hauptsächlich mitwurschtle. Das ist alles ehrenamtlich und nicht kommerziell. Ist auch Subkultur und da kommen natürlich ganz viele Anstöße auch hier, weil da eben Menschen sind, die alternativ denken, die vielleicht auch am Land leben und auch wollen, dass dort, wo sie leben, wo sie aufgewachsen sind, dass das alles auch so schön bleibt. Deswegen würde ich sagen, muss man natürlich differenzieren, aber die Kulturbranche an sich, würde ich sagen, ist im Gegensatz zu anderen Branchen schon viel weiter progressiver, was dieses Thema anbelangt. Dann lenkt sich zu dir, Bruder Marion, denn Zukunftsmuseum könnte man ja auch meinen, das ist ja das Thema für euch, oder? Das ist Nachhaltigkeit, das ist ja Klima, das ist ja. Ich bin leider im Haus, das überhaupt gar nicht diesem Motto folgt, aber weil es auch kein Museum eigentlich sein sollte. Die Museumsbranche, überhaupt die Kulturbranche, glaube ich, also ich würde da ein bisschen widersprechen, wenn es wirklich in die nicht mal großen institutionellen Kultureinrichtungen geht, sind die da noch fast hinterher. Also sind die noch weiter zurück als vielleicht die Automobilbranche oder was auch immer. Museen haben jetzt so einen kleinen Schock gekriegt, weil, sag ich mal, durch diese Klimakrise plötzlich das nicht mehr stark ausgeglichen werden sollte. Oh, hoppala. Man musste also selber sich kümmern. Und das haben wir auch getan. Wir gucken da alleine, was unser Lastenfahrstuhl braucht, ist eine Stunde gefüllt. Und immer so. Ne? Jetzt sind wir den einfach morgens mal einfach gefahren. Also, ne? Weil ich komme da morgens an, drücke beide Fahrstühle, ich war als erstes da, ich steige da rein. Also, es hat ganz viel mit Mindset zu tun. Ich dachte, okay, wenn du das jetzt weißt, wenn du weißt, Treppenlaufen ist jetzt auch nicht, bringt mich jetzt nicht um. Ne? Das tust du jetzt aber mal, weil du das kannst und weil du ein Wissen hast. Das heißt, wir haben jetzt angefangen zu monitoren. Wir haben jetzt monitoren, wir haben eine AG jetzt da aufgemacht und so weiter. Das ist in den Museen und ich glaube, da würde ich jetzt sagen, sind alle großen, ich weiß nicht, wie es im Opernhaus ist oder so, da sind die Festivals, die tatsächlich noch privat betrieben sind, viel, viel weiter, als es die Institutionen sind, weil man sich auch nicht groß kümmern muss. Ich weiß nicht, wie viele Heizungssysteme echt noch all sind. Die meisten Häuser haben gar keine Klimaregelung und so weiter. Mhm. Und ich bin auch bei dir noch viel weiter zu gehen, zu sagen, wie ist es denn mit den, weiß ich nicht, mit der Diversität bei Mitarbeitenden, die auch sagen, es ist, glaube ich, auch immer noch relativ konservativ einheitlich. Also von daher, glaube ich, ist da noch extrem viel zu tun und ich glaube, es fängt immer alles erstmal im Kopf an. Und vielleicht sind es auch tatsächlich die kleinen Schritte. Also man kann vielleicht nicht immer gleich den großen Wurf machen. Man kann nicht sagen, okay, jetzt schalten wir, haben es gemacht, wir haben mal im Sommer einfach die Klimaanlage abgeschaltet, dann wird es schon auch nett warm da bei uns. Und das wiederum will der Besucher aber nicht tragen. Also dann sagen sie, nö, also du dann auch nicht, soll schon auch dann kalt sein da drin. Also heißt, dann hat man immer so eine Art von, eine Reibung zwischen dem, was man eigentlich im Mindset möchte, ja, und das, was man dann auch bereit ist, als vielleicht auch als Verzicht oder als vielleicht Umgewöhnung, nenne ich es mal, zu tragen. Wenn man jetzt in die großen Produkte geht, Ausstellungen sind ja so wie Festivals, eine große Sonderausstellung, das ist ein Tross, also das wird nach 6 Monaten einfach
weggeschmissen, wenn es keiner haben will, wenn man es nicht gewinnbringend verkaufen kann. Mhm. Von daher ist das natürlich eigentlich komplett unnachhaltig. Mhm. Mhm. Also das Produkt ist etwas für den Besucher, der will da rein, will das, gerade die großen Ausstellungen, weiß ich was, Museum, was auch immer, die haben Transportkosten, so Transportemissionen, würde ich jetzt gar nicht, ja, habe ich immer gesagt, aber, naja, aber es ist einfach eine Sache, die man auch dann in dem Geschäft haben muss. Mhm. Also kleine Ausstellungshäuser, da kommen nur drei Leute. Mhm. Das heißt, da ist auch die Frage, wie viel Vorbild ist man dann? Also die richtig großen Häuser hätten ja die Masse, Vorbild zu sein. Mhm. Da wären halt viele Fußballstadien, wir haben davon gesprochen. Ja. Also da wären genug Leute, denen man auch dann das wollen mitgeben kann. Aber es kostet. Die muss es irgendwo wegnehmen. Ja. Also da würde ich sagen, eben bei den großen Playern muss ich uns zu unserer Schande sagen, würde ich sagen, ist es im Gegenteil noch ein ganz am Anfang. Aber der Hebel wird da. Der Hebel wird da. Liegt auf euch beide als Veranstalter. Wie sieht die Situation momentan aus? 2023. Ja gut, wir machen es seit 20 Jahren Festivals und es ist ein On-Off im Nachhaltigkeitsbereich. Ja. Also wir haben auch schon 2007 Müll getrennt auf dem Festival, dann haben wir es auch mal wieder sein lassen. Dann kam mal Strom rein, was auch immer. Man hat immer den ökonomischen Druck im Hintergrund, ganz klar. Und sobald einem da die Düse geht, ist die Hälfte der Nachhaltigkeit sofort wieder aufgefressen. Da braucht es eine Kontinuität. Und die kann natürlich dadurch passieren, dass es einen Anschub und einen Anreiz gibt. Und das funktioniert über eine bestimmte Förderquote für einen gewissen Zeitraum. So, dann muss es irgendwann sich so einspielen, dass es wirklich in allen Köpfen ist. Und wenn es sich dann bei 70% mal durchgesetzt hat und die Leute das auch erwarten, dann komme ich nicht mehr zurück. Und von den Leuten, da reden wir von den zahlenden Gästen. Da reden wir von den zahlenden Gästen, richtig. Und Kultur ist halt trotzdem einer der Zweige, der nie als richtiger Wirtschaftszweig gesehen wird. Mhm. Weswegen wir wahrscheinlich die schlechtesten Analyse-Tools bislang haben und auch die schlechtesten Förderungen. Seit der Pandemie weiß jeder, sechs größte Wirtschaftszweig, das Veranstaltungswesen, ja, ist eine Hausnummer. Aber diese Tools, die sind gerade auf dem Weg, aber das ist halt 10 Jahre, 15 Jahre zu spät. Also wir sind gerade im Eruieren des Status Quo. Wo ist jeder gerade daheim im Bereich der Energie, der Ressourcenschonung, des Wasserumgangs, des was auch immer, you name it. Und das muss jetzt schleunigst passieren, das sind auch die low-hanging fruits. Ja, das ist das, was bis 24 Ende auch passieren soll. Aber trotzdem habe ich da keine Einigkeit. Ich habe die Change Agency, die daran arbeitet, ich habe das European Network, das daran arbeitet, ich habe die Green Music Initiative, die daran arbeitet, ich habe das jetzt neu, das Green Desk, das daran arbeitet, wo noch keiner weiß, von BKM was rauskommt, mit wem sie arbeiten. Also es ist hintenrum wieder schon eine Klingelei, der hängt da drin, der hängt dort drin. Das sind ganz viele Begriffe, die würde ich mal sagen, eigentlich gar nicht sagen. Das sind jetzt lauter initiative Verbände. Im Prinzip sind es alles teilweise private Verbände, teilweise, weil sie nicht weiterkommen, BKM gestützt. Mhm. Wie auch immer, jeder versucht jetzt erstmal. Für Kultur und? Kultur und Medien. Insofern muss ich jetzt erstmal schauen, dass ich diese Leute alle irgendwie an einen Tisch bringe und vereine, um ein Tool an den Start zu bringen, das mir die Festivals, das mir die Clubs, das mir die Museen, wie auch immer, was ich probiere, Tool nutzt, genau in diesem Nachhaltigkeitsbereich eruiert. Wir machen gerade ein Firmenassessment im Bereich Nachhaltigkeit. Das ist aber wiederum vom European Network im Wirtschaftsbereich. Die haben sich auch erstmal alles vorgenommen, was Autoindustrie, was sonstiges, keine Ahnung ist. Und jetzt, ach stimmt, Kultur und Wissen, schauen wir uns auch mal hin. Ist ja schön, freuen wir uns. Aber da geht es um die 17 Sustainable Development Goals von der UN bis 2030. Eben im People, Planet, Profit Bereich, also sozial, ökonomisch, ökologisch. Und die durchlaufen wir jetzt und schauen mal, dass wir halt auch mal ordentlich unsere verschiedenen Säulen, nämlich Clubs, Veranstaltungen und externe Veranstaltungen und Festivals, alle irgendwo eruiert bekommen und erstmal wissen, wo stehen wir. Und da ist es eben nicht nur mit einer Energiebilanz für einen Club getan und dann mal ein Spürchen wechseln und ein Kühlhaus wechseln, sondern da muss halt mehr passieren. Und da sind wir ganz am Anfang. Und es ist super lobenswert, dass genau die kleinen Festivals da mit einem guten Beispiel vorangehen, die sind ehrenamtlich getrieben, die haben weniger ökonomischen Druck. Wir haben im Network von der Livecom, also die sich ja um die kleinen Clubs, also kleiner 2000 und um die mittleren Festivals kümmert, da ist man verhältnismäßig weit, aber nicht vom Verband aus, sondern von den Festivals aus. So, und jetzt muss man als Verband nachziehen und auch diese Tools endlich produzieren. Die sind schon in der Entwicklung. Es gibt einen CO2-Rechner für Festivals, aber er wird halt
kaum eingesetzt. Und er ist relativ neu, zugegebenermaßen. Okay. Julian, wie schaut es bei euch aus? Ich würde das eigentlich fast genauso unterschreiben. Kannst du ganz kurz nochmal sagen, welche Festivals ihr auch macht, damit wir... Genau, also ich, wenn ich jetzt über uns rede, dann rede ich über die vier Festivals, die am Nürnberger Flughafen stattfinden. Das fängt an mit dem Gardiglen Festival, ist ein EDM, kommerzielles EDM-Festival, also so Stilrichtung Felix Jehn, also wirklich radioverträglicher, allgemeiner Elektro-Sound. Dann das zweite ist das Hip-Hop Garden Festival, im Ursprung ein DJ-Festival, das unterstützt durch Live-Künstler ist, also Run-DMC, wir sind eher so in der Oldschool-Richtung, also weniger jung-deutsch, sondern mehr wirklich gesetzt und Oldschool-Hip-Hop, aber immer auch mit deutschen Elementen. Dann kommt unser, man kann es belächeln, aber es ist unser Zugpferd, die Super Sommersause, also ein Malle-Festival mit allem, was die Playa so hergibt. Seit mehreren Jahren ausverkauft, 16.500 Menschen, die wir da bewegen. Und wir schließen ab mit Deutschlands größtem Live-Latin-Festival, dem Latin Airport Festival, das auch jetzt dieses Jahr nicht ausverkauft war, aber das Jahr vorher auch mit Größen wie Nicky Jam. Das sind so unsere Festivals, sind unsere Festivalprodukte. Ich würde das unterschreiben, was du sagst. Uns fehlen zum einen die Tools. Ich glaube, das Verständnis auch bei uns kleinen, mittleren Festivalveranstaltungen ist auf alle Fälle da. Der ökonomische Druck macht es uns natürlich schwer. Du hast jetzt vorhin einige Sachen angesprochen. Wir fangen an beim Ticketanbieter. Letzten Endes müssen wir da aber auch schauen, welche Serverkapazitäten werden für E-Ticketing verbraucht und so. Also es ist ein sehr vielschichtiges Problem oder eine sehr vielschichtige Herausforderung, die auch natürlich nach außen häufig anders dargestellt wird, als sie wirklich ist. Reden wir über das Thema Mehrwegbecher. Ich hatte die Diskussion, weil ich, das möchte ich aber jetzt, schade, dass der Dr. Pfiffka nicht dabei ist. Ich hatte in meinem vorherigen Job im Fußball die Diskussion über Mehrwegbecher im VIP-Bereich. War, wieso gibt es Einwegbecher im VIP-Bereich? Naja, diese Einwegbecher, die da waren, die sind aus Maisstärke, die sind 100% kompostierbar. Was hat man gemacht? Man hat umgestellt auf Mehrwegbecher, die von einem großen Anbieter, wir alle kennen ihn, in Nürnberg abgeholt werden, nach München gefahren werden zum Waschen und wieder zurückkommen. Da brauchen wir nicht über den CO2-Fußabdruck. Ja, es entsteht kein Plastik mehr und so. Letzten Endes ist es aber aktuell immer ein Abwägen, was ist das kleinere Übel. Und das möchte ich dann, das unterstützt ja auch das, was du vorhin gesagt hast, wir sind gerne bereit, diesen Weg mitzugehen, alle, also auch wir sind uns sehr bewusst, wir schauen das an, wo können wir was tun, aber letzten Endes muss es jeder von uns, jeder Endverbraucher bezahlen, muss sich bewusst sein, wenn ich Nachhaltigkeit in der Eventbranche möchte oder in der Kulturbranche, dann wird das in höheren Preisen im Ticketing einfach resultieren und es muss, und das ist, glaube ich, der Hebel des Bewusstseins, das uns fehlt, dass der Staat uns dabei auch unterstützt, diesen Weg zu gehen, wie es halt in anderen Branchen auch schon ist. Das hat uns ja die Pandemie gezeigt, nicht nur welchen Stellenwert wir in der Kulturbranche haben, sondern wie wir teilweise dann auch vor uns alleine gestellt mit Riesenherausforderungen, die sich bis heute noch nicht komplett eingestellt haben, dann auch stehen. Deswegen ist es bei uns, jetzt nochmal die Brücke zu uns zu schlagen. Wir versuchen eben Mitarbeiter das natürlich bewusst zu machen. Also das sind 30 Mitarbeiter mittlerweile, dass sich jeder bewusst ist, was er bewegt. Und wenn wir über Merchandising, über die unterschiedlichen Teilbereiche reden, einmal hinter die Kulissen schaut, gibt es Optionen, das besser zu machen? Gibt es Optionen, nachhaltiger zu werden? Aber es wird schon noch ein Prozess sein, der lange dauert, einfach weil wir natürlich auch von großen Playern abhängig sind. Ich möchte auch Coca-Cola steht ja immer wieder als einer der größten in unserer Branche im Verruf. Letzten Endes ist es für uns ein sehr wichtiger Partner, weil die Infrastruktur, die wir brauchen, nämlich 30, 40 Kühlschränke, Kühltruhen, um so ein Festival hinzustellen, das können viele andere nicht. Und dann kommen wir wieder zum Ökonomischen. Wenn ich einen anderen Partner nehme, dann fehlt mir die wirtschaftliche Unterstützung aus den Marketinggeldern. Und ich muss wesentlich mehr Geld für meine eigene Infrastruktur ausgeben. Und da beißt sich die Katze immer wieder in den Schwanz rein. Und das würde ich gerne, Alex, mal, wenn wir jetzt so ein bisschen gehört hast, und ganz kurz verblicken, wo stehen wir, meine Einschätzung davon geben. Jetzt guckst du ja von außen ein bisschen drauf. Ja. Kannst du ganz kurz was sagen zu dir, Clean Up die Welt, also was da hinter steht und wie du so das Ganze aus deiner Sicht siehst? Also jetzt aber mit Sicht auf die Sachen, die ich gehört habe. Genau. Also Clean Up die Welt ist ein Kanal, den habe ich vor 2-3 Jahren angefangen, nachdem ich schon meinen anderen Kanal vor 7 Jahren angefangen habe, auf dem ich mal Dinge teile, die ich cool finde, die ich City finde, die ich coole Leute finde, die schöne Sachen machen. Und das Ganze hat auch so ein bisschen auch so seinen Ursprung unter anderem hier auch, weil ich
ich habe immer mal die Werkstätten hier unten entdeckt. Ich dachte, warum weiß das keiner? Warum hat mir das nicht jemand früher gesagt? Und habe allen von den Töpfersachen erzählt. Das haben alle belächelt, aber ich fand es geil. Und hier, kauf hier. Ja, ja. Dann habe ich das so, ich halt dachte mir, das muss geteilt werden. Ne? Und dann habe ich angefangen, Videos zu machen. Und Clean Up die Welt ist ein anderes Projekt, wo ich einfach losgehe und einfach einen Sack Müll irgendwo sammeln, das am Stück filmen und hochladen und ich schneide dran mit. Und schauen 150 bis 200 Stunden im Monat Menschen. Genau. Also das ist so, das ist der Impact mit diesem einen Kanal und dann in meinem Kanal eben so 300 Stunden, mit denen ich eben aktiv auf Dinge hinweise oder aufkläre und schöne Projekte zeige. Genau. Und jetzt dann so zurück zum Kreis. Ich würde sagen, da geht es ziemlich viel um zu Kultur im Großen. Also es sind immer große Organisationen, die irgendwas machen, Unternehmen, die irgendwas organisieren. Und am Ende, also es ist so bottom down. Man überlegt sich irgendwas, wie man das besser machen kann, um dann die da unten zu managen und denen mit Jahren dann, also innerhalb von Jahren, in einer Zeit zum Weg zu weisen. Und wir müssen aber irgendwie mehr von unten nach oben. Ne? Wir müssen als Einzelne gemeinsam auch lernen, wie das geht, und zwar nicht, weil wir irgendwo arbeiten und dann sagt da jemand, hey, wir müssen jetzt mehr aufpassen hier, die Fenster mehr zumachen, die haben ja gesagt, wir müssen jetzt die Fenster zumachen, das muss aus uns herauskommen. Ne? Das heißt, das bräuchte so ein eher, und das ist jetzt so ein bisschen auch mein Bezug zu dem Ganzen, warum ich das mache, weil ich mir gedacht habe, irgendwann, wir warten mal, dass uns jemand was sagt, wie wir das aus der Schule kennen, wie wir das aus der Arbeit kennen, und aber wir können ja auch denken, jeder von uns. Und was wäre jetzt zum Beispiel, wenn ich meine Sachen mache, irgendeine Kleinigkeit, ich mache das jetzt mit den Müllsäcken und dann erzähle ich jetzt euch davon. Und dann treffe ich euch und ihr erzählt mir jetzt von, was ihr jetzt macht. Ne? Wir sitzen jetzt ja alle schon hier und wir sind ja auch schon mehr. Und was machen wir alle? Und das würde uns ja inspirieren, sozusagen das auch noch mitzunehmen. Dann lerne ich, kann ich voneinander lernen. Und wir warten da, glaube ich, manchmal zu sehr, dass wir so immer in diesem Rahmen, weil das ist natürlich Sicherheit. Ich meine, das ist geil, ich kann da irgendwie von 8 bis 17 Uhr in die Arbeit, kriege mein Gehalt und ja, man muss schon mal was machen. Aber, ne? Also das ist ein anderer Ansatz. Ja, natürlich, glaube ich gerade. Ja, also Vernetzung hattest du ja eh schon angesprochen, die Musikbranche vernetzt. Das ist ja dein Gedanke auch ein bisschen vom Alex. Ne? Das ist ja auch genau die Chance. Also wir wollen jetzt ja nicht irgendwo pädagogisch, erzieherisch oder wie auch immer, fertig werden, vielleicht auch mal hier da, wenn man neue Musik einbringen. Aber irgendwo muss ja der Impuls, irgendwo muss ja der Trigger herkommen. Also auch du hast irgendwann angefangen, sei es jetzt durch jemanden, der dir das empfohlen hat oder sei es durch jemanden, der dir das vorgelebt hat. Ja. Und wir haben halt die Chance als Festivals, ich meine, wir haben mehrere 100.000 Besucher im Jahr. Also nicht nur bei Festivals, sondern bei Shows. Und natürlich, wenn wir sowas vorlegen, wenn wir sowas vermitteln, dann wird diesen Nachhaltigkeitsmoment eben mit übertragen. Ja, und ja. Deswegen ist die Kommunikation ja auch ein Baustein in diesen ganzen Maßnahmen und keine Gewinner. Und ich will jetzt da nicht sagen, du musst, sondern ich sage, so machen wir das, das ist super, weil da können wir jetzt vielleicht sogar den CO2-Senkewert im Beschluss formulieren. Genau. Es muss nicht das Festival, das nicht stattfindet, das Beste sein. Ich würde es jetzt nochmal umformulieren. Es geht erstens die Impulse, die sind gut und die brauchen wir auch. Aber jetzt wäre es irgendwie gut, dass wir manchmal auch uns selbst miteinander irgendwie uns austauschen. Ich glaube, das fehlt manchmal, dieser Austausch unseres Wissens miteinander. Weil wir ja mittlerweile auch in unseren Bubbles leben. Also nichts gegen das, sondern alles, was wir machen, ist wichtig. Und ich mache es eher so von unten nach oben. Ne? Das von oben nach unten ist auch wichtig, dass du einen Rahmen schaffst und sagst, jetzt machen wir das mit Bechern. Und jetzt machen wir das. Ne? So immer wieder Ideen. Ich glaube nur, wir sind zu sehr in unseren Bubbles und denken immer, das, was wir wissen, das wissen die anderen ja auch schon. Aber das Schöne ist ja, dass es so eine Vernetzung, selbst in unserem kleinen, freien Nürnberg, schon seit vielen, vielen Jahren gibt. Aber auch da ist die Kommunikation nicht so gut. Also ja. Ne, dieses Austauschen ist wahnsinnig wichtig. Das ist auch Teil von diesem Nachhaltigkeitsgedanken. Dahinter steckt ja auch eine Philosophie, weil ich will die Welt eine bessere machen auf den ganzen Ebenen. Und die Zielsetzung ist ja dann, dass man wirklich sagt, man schafft ein anderes Neues. Und das ist was wahnsinnig Kräftiges und das hat ja wirklich keine Grenzen, das geht ja, das ist was Philosophisches. Gibt es ja auch, also ne, du hast schon gesagt, man vernetzt sich so ein bisschen. Kusuma, bald zu dir rüber gespielt, wo du sagst, ne, das ist ja bei euch dann fast, sag ich mal, intrinsisch, ein bisschen schwarz-weiß jetzt im Vergleich, vielleicht schon logisch, aber wenn du im Ehrenamtlichen bist, ist es intrinsische. So, wie ist denn die Hebel, was macht ihr schon, was wir als Festivalbesucher vielleicht gar nicht mitbekommen?
weil wir können, ne, es gibt nicht den extra Euro dafür, weil ihr es vielleicht aufgrund eurer Haltung, Mindset, was du sagtest mal, schon sowieso tut. Wie ist so dein Wurst oder Hebel, wo könnt ihr ran, was könnt ihr tun jetzt schon? Also, ich kann jetzt nicht von dem Jugendfestival sprechen, das ich mitveranstalte, weil das nochmal irgendwie, da gibt es ganz andere Probleme oder Probleme, die andere jetzt nicht haben, aber es gibt ganz viele kleine alternative Festivals, die beispielsweise Workshops anbieten. Also es geht nicht nur darum, wir konsumieren jetzt rein Musik, sondern es ist ein gesellschaftliches Event. Das sind Workshops, die von ökologischer Nachhaltigkeit bis zu Awareness reichen. Und das sind die Orte, wo die Menschen, und ich glaube, das ist ganz ähnlich das, was Alex meint, sensibilisiert werden dafür, dass der Grundgedanke da ist, das Bewusstsein da ist oder dass man weiß, man lebt hier jetzt gerade für das Wochenende auf einer Wiese, wo in 2 Wochen wieder Schafe grasen, wo du ganz genau spürst, es ist jetzt wichtig, dass ich meinen Müll aufräume. Und ich glaube, das ist eben das, wo wir dann ansetzen, so ein bisschen die Gesellschaft zu verändern und in die Köpfe hineinzugehen, der BesucherInnen. Und dann gibt es natürlich so Sachen wie Komposttoiletten oder so. Natürlich ist es auch so, das ist ein Kostenfaktor. Die kosten einfach mehr als Chemietoiletten. Aber es gibt dann auch so Festivals, wo es auch geht, die baut ihr einfach selber. Also das sind eben die Leute, die machen das alles ehrenamtlich, aber eben aus einer Motivation heraus. Und das dann auf die BesucherInnen zu übertragen, das ist, glaube ich, das ganz Positive, was wir kleinen, ehrenamtlichen, alternativen Festivals tun. Das ist eine ketzerische These. Es ist ein Traum, dass es euch gibt und dass ihr das tut und ihr öffnet damit die Herzen von uns allen. Und dann gucke ich, dann sage ich, ich glaube, das wusste man vor 50 Jahren auch schon alles, Club of Rome. Alles schon da. Und es ist super, und irgendwann, wie schaffen es? Oder ketzerische Tiere schaffen das doch aber nicht. Wir haben es 50 Jahre nicht geschafft, warum? Ne? Ihr habt 50 Jahre überlegt mit dieser intrinsischen Haltung, aber irgendwie hat sie leider nicht auf uns alle übertragen. Und jetzt gucke ich mal euch drei an, also hier Julian, Marion und Bernhard dann nochmal zu sagen, okay, bei euch ist natürlich nochmal ein ökonomisches Interesse, ihr habt die Verantwortung, den Auftrag, ihr habt die Verantwortung Mitarbeitern gegenüber etc. pp. Wo sind denn eure Hebel, was könnt ihr tun? Plus, na, was wären dann eure Forderungen, weil wie schaffen wir denn den nächsten Schritt? Die Limits haben wir jetzt schon alle irgendwo gehört, das sind wir, feste vier Kunden von euch, die dann sagen, wir konsumieren das gerne, aber hat zu dem Preis nicht mehr zahlen können. So, ne? Aber machen. Also wo sind eure Hebel, wo könnt ihr ansetzen, wo sind die Limits, was braucht ihr? Ich glaube, du hast es vorhin mal kurz mit dem Thema Kommunikation angesprochen und deswegen ist es ja eine perfekte Ergänzung aus dem, wir können Leute in kleinen Gruppen mitarbeiten lassen, wir können Dinge im Kleinen verbessern, auch deine Motivation finde ich super spannend. Die Perspektive können wir ehrlicherweise, also kann ich jetzt für uns beantworten, die können wir gar nicht einnehmen, würden wir vielleicht gerne, aber sind wir wieder bei der Ökonomie. Aber wir haben einen ganz großen Hebel, nämlich wir erreichen zusammen wahnsinnig viele Menschen. Wir können Leute darüber aufklären, nicht oder schwer im Dialog, aber wir haben riesen Marketingplattformen. Wir haben, sind das ganze Jahr mit so vielen Menschen im Austausch über soziale Medien, über selbst wenn es klassische Out-of-Home-Maßnahmen sind, Promotion-Aktionen. Da können wir einen Hebel ansetzen, aufzuklären. Da, was ich jetzt gerade von Anfang an eigentlich schon mitnehme, weil ich mir die Frage gestellt habe, wo kommunizieren wir denn bei unseren Festivals oder für unsere Festivals, was wir denn schon nachhaltig machen? Mhm. Ehrlicherweise gar nichts. Und warum? Was ist da euer Mindset? Warum? Ehrlicherweise weiß ich mir so gar nicht bewusst, weil das es eigentlich Sinn macht, das zu kommunizieren. Also ich habe das noch nie im Alltagsgeschäft auch reflektiert. Und es ist natürlich, muss man eine Ressource dafür schaffen, zumindest zum Teil. Und da brauchst du natürlich auch einen Menschen dann, der ein Verständnis dafür hat, der das auch authentisch kann. Und du musst es schon in deinem Gesamtkontext verbauen können. Aber das ist eine Frage des Wollens und das Wollen kann man ganz klar mit Ja beantworten. Also daran soll es eine Entscheidung. Das, glaube ich, muss so unsere Rolle sein, klar zu schauen, wo können wir uns besser aufstellen, aber unsere Kommunikationsplattformen einfach nutzen und in die Welt hineinrufen. Achtet auf eure Umwelt, geht bewusst damit um. Und jetzt ist für uns ja auch immer ein Faktor, wie ist eine Konkurrenzsituation. Da bin ich froh, dass wir
nämlich so war, dass wir in Nürnberg in unserer gemeinsamen Bubble einen guten Austausch auch haben und eigentlich nicht gegeneinander arbeiten, sondern miteinander wollen. Das hat jeder sein Differenzierungsmerkmal. Du hast es vorhin kurz vor Gespräch auch gesagt, dem Bewusstsein und den Leuten auch klar machen, klar, du darfst gerne zum großen Tomorrowland gehen, darfst du machen, beeindruckende Produktion, aber vergiss deine Veranstaltungen vor der Haustür nicht, wo du halt ganz tolle Veranstaltungen direkt bei dir in der Region hast. Geh dahin, unterstützt es, komm dort und lass dieses eine Festival oder dieses eine Konzert nicht aus, dass es das weiter in deiner Region auch geben kann. Ja, gibt klare Hebel und klare Forderungen. Also der Anspruch an uns ist, Status quo eruieren, Maßnahmen definieren und die Umsetzung angehen. So, das sind mal ganz banal die Goals. Und die ersten zwei Sachen sind nicht schwer, wenn man denn den Katalog hat, der hoffentlich bald mal synchronisiert ist, wenn sich die ganzen Verbände und Initiativen zusammenschließen. Die Umsetzung ist dann ein ökonomisches Ding. Und da kommen die Forderungen ins Spiel. Die einzigen, wir haben es gehört, die es bislang tatsächlich kompromisslos dauerhaft angehen, sind die intrinsisch motivierten und die subventionierten. So. Und der Anreiz muss letztendlich tatsächlich über eine Subvention meines Erachtens stattfinden, sonst wird es nicht passieren, bis eben dann nicht mehr zurückgekippt werden kann. So. Und es ist schön, wenn es die kleinen Player machen. Es hat sich im großen Verhalten durchgesetzt. Es gibt große Festivals, die sind da ein bisschen mehr unterwegs. Es gibt auch größere Clubs. Aber das Gros, also ich habe eine Morsche Rücksprache mit dem Live-Punk-Verband gehalten. Also wir schätzen momentan, dass 10-20% der Clubs unter 2000 Besucher das Thema tatsächlich adressieren. So, also da sind wir gerade. Und die Wände in die Politik sind besser geworden während der Pandemie. Über die Verbände, über die Wichtigkeit, die Kultur da auch mit erfahren hat. Es sind bestimmte Gelder losgereist worden. Jetzt ist natürlich der Haushalt ein anderer als von 2019 mittlerweile. Trotzdem müssen wir versuchen, da Gelder umzuleiten und das zumindest wieder in dem Bereich zu kriegen. Weil die großen Player, es ist ein Wirtschaftszweig. Wir haben ein Produkt letztendlich. Also deswegen, das muss man sich auch klar machen. Und wie kriege ich einen Wirtschaftszweig bei BMW, wird nicht dreimal der Cent umgedreht. Da kommt trotzdem Milliardengewinne raus, es wird trotzdem Milliarden reingesteckt, dass Elektronik existiert. Und so muss man es mit der Kultur letztendlich auch machen. Dann gucke ich dir dann mal. Ja, ich will nochmal auf der anderen Seite gehen. Ich bin jetzt ein Konsument von Festivals. Also ich mache Museen, aber wenn ich zu euch komme, bin ich Konsument. Und ich glaube, da liegt auch ein bisschen eine Spaltung der Leute, die dahin gehen. Also zahlen einen Preis, der ist manchmal gar nicht so wenig. Ne? Ich sage, irgendwie 80 Euro auf den Tisch und dann will ich das konsumieren. Und das ist, glaube ich, ein Mindset. Also diese ganzen kleinen Keimkonzerte, die sind wirklich, die treiben mich hin, weil ich die einfach, weil ich dieses Setting so toll finde und was auch immer. Und dann gehe ich auf das Torfklo, wunderbar. Wenn ich aber, 140 Euro auf den Tisch packe und sage so, und das ist eigentlich etwas, was dann sofort umschaltet. Also müssen wir uns einfach mal selber auch mal die eigene Nase packen. Mache ich exakt genau so. Ne? Du gehst dann dahin, sagst, ey, ne, die Kids, die kriegen jetzt hier Asche und das will ich haben. Ich will das jetzt bezahlen. Ich will auch drauf gucken, ich möchte hier Spaß haben, ich möchte Musik haben, ich möchte eben nur die Musik haben. Ich möchte auch jetzt nicht ständig mir höher anhören, wahrscheinlich in dem Moment, was alles passiert auf diesem Acker, der danach wahrscheinlich vollkommen im Eimer ist oder weiß ich nicht, wo alles zugepinkelt ist, was nicht bei noch ein Baum ist. Und dass das nicht so ist, das erwarte ich auch, dass möchten möglichst viele Kloster stehen und so. Das heißt also, eigentlich ist es schon auch, was du sagst, es ist eine Sache, die man selber ja damit hinbringt als Konsument. Ne? Und du bist Konsument, Punkt. Und da muss ich sagen, ich sammle auch Müll in der Südstadt, aber ich mache das halt in meiner Freizeit. Ich mache das jetzt nicht so, wo ich sage, oh, jetzt gehe ich da hin, weil ich denke, das hat irgendeinen Effekt, das hat wahrscheinlich null Effekt, aber kommt dann Leute ins Gespräch, das ist ganz spannend. Aber wenn man eben so ein Ticket irgendwo kauft, und deswegen bin ich voll bei dir, das ist ein Produkt, und da muss man vielleicht gucken, wer denn da wirklich der Berufene sein kann. Und ich wundere mich, man kommt dahin wegen den Musikern, das sind eigentlich die Stars. Und wenn die sagen, also keine Ahnung, gibt es Stars, die sagen, ich liebe die Garten, plötzlich sind alle plötzlich decken. Gute Sache, die ist auch vegan. Wunderbar. Das heißt, eigentlich ist das, was wir tun, ja im Hintergrund. Wir können Rahmen schaffen, wir können dafür sorgen, dass da irgendwo eine Müllton steht und so. Aber ich glaube, dieses Ideologische, zu sagen, Kinder, ihr seid jetzt hier und es ist alles gut, ihr könnt hier sein, es ist auch okay, danach ist das Ding ein bisschen im Eimer, aber wir werden es wieder sauber machen und so. Aber die muss ja irgendwo von der Bühne runterkommen, finde ich. Weil das ist wirklich eine Bewegung. Wenn du das sagst und wenn ich das sage, dann sagen sie, ja, ist schon gut. Passt schon. Und am Ende
wenn ich bei mir eine Veranstaltung bin, wenn ich da aus dem Saal gehe, denke ich, was war hier? War ein Horde. Also überall liegen Flaschen rum, alles ist so und keiner packt es, die irgendwie zur Bar zurückzubringen. Also da würde ich mir selber tatsächlich mich als Besucher auch echt an die eigene Nase packen. Gehst du grillen in den Park und denkst, oh, der Mülltonne ist voll, ich drapiere das nochmal da oben drauf. Was für ein Scheiß. Ne? Du hast es mitgebracht, kannst du wieder mitnehmen. Und das, glaube ich, erfordert nochmal ganz kurz zum Schluss ein bisschen Courage, Leute darauf anzusprechen. Das ist echt kacke, wenn du Leute darauf ansprichst, weil du kriegst wirklich was zurück, also was mich das angeht und so. Aber ich glaube, das ist eher so der Treiber. Weil ich würde keinem absprechen, in dem Moment Konsument sein zu wollen. Weil wenn du zum Lettenfestival gehst, gehst du Lettenfestival machen. So. Würdest du wahrscheinlich direkt drauf, aber ich würde dich trotzdem nur noch fragen, in Sachen Hebel auf Zukunftsvision. Ja, aber Alex, du wolltest es direkt drauf. Ja, und ich finde es ganz interessant. Man kann sehr, das Ganze ist ja, man kann ja feiern, ja. Und man kann ja Events machen, aber wenn man jetzt mal ein bisschen zurückdenkt, 4 oder 5 Jahre, da war das Ticket von Rock'n'Park viel, viel günstiger. Ne? Mhm. Also Strom ist jetzt auch teurer geworden, alles ist teurer geworden. Aber sozusagen, das wird ja immer teurer. Das ist extrem teuer. Ne? Wir reden jetzt von 150 oder 200 Euro mehr. Ja. Und wenn ich jetzt 10 Minuten laufen könnte, und jeder von den Leuten von diesen 70.000 10 Minuten um sich herum einfach so halt, ne? Wir reden jetzt einfach packen. Ja. Ne? Nicht mehr, nichts Krasses, kein Sack, einfach nimm, was du kannst in 10 Minuten. Und die würden dann weniger zahlen. Aber die gehen sozusagen lieber irgendwie einen Tag mehr arbeiten, die scheiß Arbeit, die sie hassen, und sich danach auf dem Event 3 Tage den Kopf wegzuballern und dann wieder ins nächste Hassjahr zu machen. Solche Menschen. Aber genau. Also wir haben selbst auch den Preis in der Hand und ich glaube, am Ende ist es auch voll wichtig, dass also Konsum macht quasi immer am Ende, das ist ja nur, weil wir irgendwas auslagern, wie du es gesagt hast. Wir lagern quasi etwas aus, einen Service, wir wollen dafür was haben und wir haben gelernt, immer mehr auszulagern. Wir haben die Becher. Dann denke ich direkt die ganze Zeit an, ich habe die ganze Zeit Becher, einen Weg in Gläser. Weißt du, welche, warum sollte ich einen Becher nehmen? Aber es ist ja so weit, dass wir uns auslagern. Und wir könnten ja diese Events genauso feiern, wenn wir so ein anderes Mindset hätten, wo wir, jeder bringt sein Getränk mit. Ey, cool, wir müssen uns nicht mehr so krass um Getränke kümmern. Rein theoretisch ist jetzt. Würde es wahrscheinlich gegen sein. Das ist jetzt übertrieben, aber ich würde nur sagen, möchte was dazu sagen. Das ist eine Idee, ja. Allein das ließ es sich nicht machen, weil du willst ja auch irgendwas trinken, das verstehe ich auch immer. Nur, da gibt es, glaube ich, viele, viele Möglichkeiten, wo man es ändern könnte und man würde dann profitieren, weniger zahlen. Ich weiß, es gäbe dann weniger Jobs wahrscheinlich oder es bräuchte mehr Ehrenamt. Aber ich will nur sagen, mit dem Geld kommt, also wir müssen irgendwas weniger mit dem Geld und Konsum machen, wenn wir den Klimawandel retten. Also, das ist ein ganz spannender Punkt, bitte direkt. Ja, also ich würde gerne auf das Thema Finanzierung und Kosten und Ticketpreis was antworten, weil das ist genau ein Thema, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen, weil genau das ist, was uns immer wieder zurückfliegt. Wieso sind Ticketpreise höher geworden? Weil die Getränkeindustrie regelmäßig die Preise erhöht nach wie vor. Deswegen ist Bier auch so teuer auf dem Festival, weil wir natürlich teurer einkaufen. Das Ganze hat vielschichtige Gründe, teurere Rohstoffe, Logistik, Transport, das ist alles wesentlich teurer geworden. Bei uns ist es so, dass die Finanzierung unserer Veranstaltungen ohne Partner nicht gehen würde. Dadurch haben wir einen allgemeinverträglichen Ticketpreis. Aber alle anderen Bereiche, Ausgabenbereiche sind gestiegen. Die Gagen von Künstlern sind immens gestiegen, weil das wirst du wahrscheinlich auch unterschreiben können. Teilweise auch nicht nachvollziehbar, aber wir können unmöglich. Das nächste ist die Infrastruktur. Also alles, was wir brauchen, Aggregate, Technik, Bühnenbau, es ist alles immens teurer geworden. Das hat vielschichtige Gründe. Es sind nach Corona wahnsinnig viele Festivals, Veranstaltungen, Konzerte aus dem Boden gestampft worden, die teilweise auch von großen Konzernen mit gefördert werden. Da spielt eine Wirtschaftlichkeit keine Rolle. Da spreche ich jetzt aus der Sicht eines mittelständischen Unternehmens aus Nürnberg. Das ist ein Wettbewerb, mit dem kannst du dich nicht mehr messen. Ich habe ein Verständnis, wieso Ticketpreise höher sind und es machen die wenigsten, um sich persönlich individuell zu bereichern und den Ferrari vor der Haustür stehen zu haben, sondern einfach um Veranstaltungen durchführen zu können. Da braucht es ein Verständnis, und das habe ich vorhin mal kurz so gesagt, wir brauchen ein Verständnis dafür, lasst uns die Veranstaltungen in der Region unterstützen, auch wenn sie teurer sind, weil wenn wir das nicht mehr tun, wenn wir nicht mehr hingehen, wenn 2000 Leute weniger da sind, dann kann es passieren, dass es diese Veranstaltungen im nächsten Jahr nicht mehr gibt. Also um das nochmal abzuschließen, Ticketpreise sind so hoch, weil unsere Ausgabensituation sich immens, und da reden wir
letztes Jahr 50%, dieses Jahr nochmal 25%, unsere Kosten gestiegen sind und unsere Marge gesunken ist, und da kommen wir wieder zurück zum Thema, die Marge, die wir in Nachhaltigkeit investieren können, eben eigentlich nicht mehr da ist, weil sonst ist gar keine Marge mehr da. Beziehungsweise im Tory geht für die Acts drauf, weil der Act natürlich oder der Agent des Acts natürlich riecht, wo es noch mehr geben könnte. Und die Nachhaltigkeit ist in dem Fall immer die Kür, weil der Act ist die Pflicht. So, kommt aber drauf an, deswegen wollte ich nur noch kurz mit reinhaken, weil du gesagt hast, die Strafen müssen ja vorangehen, bis jetzt im Hintergrund. Das war ja der Ton. Und das machen sie ja zum Teil auch. Also die Changes, die ich vorhin mal genannt habe, die hat auch bei uns die Undercover-Tour unter der Lupe gehabt, wo wir letztendlich dann auch von unserem örtlichen Veranstalten her geguckt haben, wo kommt das Essen her, wo kommt die Energie her, pipapo. Die haben es total schlecht aufbereitet, da war wissenschaftlich nichts zu holen, also auch nicht anonymisiert und so weiter. Also die stecken auch in den Kinderschuhen, aber sie haben es immerhin gemacht. Und da geht der Star schon mal mit einem guten Beispiel voran. Weil wenn die anfangen auch zu sagen, hey, wir wollen ein Venue spielen, die jetzt das, und das passiert noch nicht auf einem großen Level, aber es fängt an, dann kann es schon passieren. Als Festival habe ich aber auch die Möglichkeit. Als Club bin ich eine Plattform im Stillen, da gebe ich dir recht. Außer ich habe einen bestimmten Ruf, wie es Bergheim oder wie auch immer. Da kann ich das genauso machen. Sobald ich eine Marke bin, sobald ich damit agieren kann und sobald die Marke die Tickets verkauft und nicht zwingend der Act, dann habe ich auch diese Power. Dann kann ich genau mit diesem Beispiel auch verwandeln. Ich würde gerne die Perspektive, die meine noch eingebracht hat, die würde ich jetzt gerne auch noch mal hier in die Runde mit reinspielen, weil jetzt, wir haben jetzt, was du gesagt hast, gut gemacht, dieses Intrinsische. Und dann stecken wir aber alle jetzt gerade in der Transformation drin, die Musikbranche genauso, die Kulturbranche genauso wie ganz Deutschland, die ganze Welt. So, das muss einfach sein. Punkt. So, ich brauche das Intrinsische, ich brauche das Mindset von einigen, aber ich brauche eben auch in der Transformation, brauche ich aber auch die klare Zielsetzung. So, und dann kommen plötzlich wir Konsumenten hier, die wir alle sitzen und Festivalbesucher ins Spiel und sagen dann auch, ihr seid irgendwann am Limit. Ne? Und auch wenn du, wenn zum Einzelnen motiviert, vernetzt, wie auch immer, ne? Sagt, wir kommen irgendwann am Limit. Jetzt wird es mich wahnsinnig interessieren, wenn man so die klassischen Umfragen macht, seid ihr bereit, ne, keine Ahnung, 1 Euro mehr zu zahlen und dafür Biofleisch und sonst was, dann geht ja alle. Politisch korrekt kaufen wir alle ein und komischerweise nie findet das dann wirklich statt. Also die auch nie Ende. Meine Frage ist aber, was hält uns, und da ich jetzt auch gleich selber die Hand würdet, ihr ein bisschen mehr, also wir kennen das ja alle, ne? Du zahlst bei PayPal und dann sagst du, ich spende jetzt nochmal 1 Euro für keine Ahnung, was sie mir gerade vorschlagen. So, oder sagst du, bist du gerne mit dabei oder nicht? Ich weiß, wo es hingeht, in der Hoffnung, dass viel von meinem Euro dann noch reinkommt. Wir sind genauso Teil von dem Ganzen. Wir haben jetzt die Limits gehört, wir haben die Hebel gehört, aber wir als Besucher, als diejenigen, die konsumieren, sind genauso Teil. Wie wäre das für euch? Würdet ihr einen kleinen Betrag, also einfach mit Hand heben, würdet ihr einen kleinen Betrag sagen, würdet ihr per se nochmal kleiner Betrag? Wir reden meinetwegen von 1 Euro pro ein Ticket. Würdet ihr sagen, zahle ich mehr, ne? Jetzt die PayPal-Logik, nehme ich noch drauf, wenn ich dafür das die Venue, den Veranstalter unterstütze in sein nachhaltigkeits-klimabewussten Verhalten. Also würdet ihr dann teilen mit Zahlen, wir fangen mal bei 1 Euro an. Wer wäre bereit, 1 Euro pro Ticket mehr zu zahlen für Klima? Wollt ihr wissen, die Frage, wolltet ihr wissen wollen, also Transparenz, was der Euro eingesetzt wird, also klar, keine Ahnung, damit kompensieren wir, weil wir Ökostrom beziehen. Würdet ihr es wissen wollen? Okay, Transparenz. Das ist natürlich Monitoring, das setzt halt bei euch wieder was voraus. Das ist schon auch prinzipiell möglich. Es gibt ja Social Ticketing schon länger, wo einer freiwilligweise 1 Euro mehr zahlt und damit ermöglicht er jemanden, wie auch immer, der sich dann ausweist, der es nicht so dicke hat, die 30 Euro weniger zu zahlen. Existiert als Modell. Kennt das jemand so schon? Ja, also. Kennt das jemand nur von Nürnberg Pop oder auch von anderen? Ja. Gibt's. Okay. Gibt's bei Halle, gibt's bei was auch immer. Also da gehen schon auch immer die Kleinfestivals, die eben flexibler sind in diesen Bereichen, gehen da voran. Da musst du dich auch ein bisschen damit spielen, weil dann machst du die Tickets erst auf, wenn du schon bezahlt hast und so weiter. Gibt's. Und ich meine, Social ist ja auch nichts anderes als Nachhaltigkeit, eben im Sozialen. Gibt's Ticket Tree noch? Das kann ich dir nicht sagen. Und, ja. Immer so ein Euro, glaube ich, ist dann immer noch mal extra, dann direkt bei Franz Wein, dann sind wir nicht beim zweiten spannenden Thema, Kompensation. Ich kann mich natürlich auch freikaufen. Also das ist jetzt
dieser christliche Gedanke, ne? Ich kann auch meinen Ablass zahlen, also das hatten wir schon. Die letzte Coldplay-Tour haben Wissenschaftler evaluiert. Also Coldplay versucht jetzt dann mit der aktuellen Tournee, bleibt sie mal neutral, das werden sie im Leben nicht schaffen. Aber sie versuchen ja dann wirklich, angeblich haben wir auch gestoppt 2019 und gesagt, die nächste Tournee, wenn sie dann klimaneutral ist. Super, also alles hervorragend und jeder, der einen kleinen Schritt macht, wunderbar. Und dann haben damit aber Wissenschaftler ausgerechnet, es würde maximal 50.000 Euro kosten an Kompensation, um diese Tournee klimaneutral zu gestalten. Und das wird Coldplay nicht erreichen und sie werden es wahrscheinlich auch nicht spenden. Aber jetzt einfach von den Dimensionen sprechen wir. 50.000 Euro und eine Welttournee klimaneutral und die reisen ja mit einem Wahnsinn-Equipment. Also es ist verrückt, es ist bezahlbar, es ist wirklich hier ist das, sind die da? Das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist doch, wenn Kumpel, das ist eine Maschine. Der Turbo 50.000. Okay. Und jetzt die Butter, die Theorie. Ja, dann kommen die LED, die Dinger hier sind kompostierbar und wir haben ganz, ganz viele. Das sind ja auch schon sind Ansätze. Genau, schon, ja. Also, wenn man schon viele Anreize oder so viele Trigger gezogen hat, kann es schon tatsächlich sein. Also, das Modularfestival hat mit CO2-Bilanz, mit 290 Tonnen, was auch immer, brauchen letztendlich so viel wie 36 Menschen im Jahr. Also, sprich, wie 10.000 Menschen auf dem Festival sind dabei 15.000 da. So, blöd gesagt. Das heißt, an sich fungieren die schon im Vergleich zum Durchschnittsbürger, wenn der sonst an diesem Tag nichts macht, als Senke, lustigerweise. Und genau das ist dieses Vorleben, das ist gar nicht so schwer. Die haben natürlich auch schon alle Register gezogen. Die haben Feststrom, der ÖPNV maximiert, also Mobilität, die haben Verpflegung mit der größte Trigger auf dem Festival. Also Verpflegung ist tatsächlich der Faktor schlechthin, den hat keiner auf dem Schirm. Nach Anreise, vor Anreise? Gleich mit Mobilität. Und also sprich machen, Trinken und Essen für die Besucher. Ist Anreise fürs Essen letztendlich, ja. Ist zum einen die Anreise, zum anderen ist was halt im Fleisch drin. Also ja. Sobald sie vegetarisch werden, was sie auch geworden sind, haben sie sich schon x Tonnen CO2 gespart und es geht dann wunderbar. Und letztendlich ist es tatsächlich möglich, dann genau so zu fungieren. Aber dazu musst du halt deine Zahlen kennen. Also ich persönlich halt von Kompensation in Form von Geld nicht so viel, vor allem nicht davon, es auf die BesucherInnen oder die KonsumentInnen abzuwälzen, weil Geld, was total, es ist ja nicht so greifbar. Also du bezahlst Geld dafür und denkst dann, du hast jetzt was Gutes für die Umwelt getan, aber so ist es halt nicht. Ich bin der Meinung, man muss da viel radikaler sein. Also es gibt Festivals, da gibt es rein vegane Ernährung. Oder ein Festival, da ist aber nicht das Festival oder der Veranstalter oder Veranstalterin dafür verantwortlich, sondern ist auch der Staat in der Verantwortung, Infrastruktur bereitzustellen, die das möglich macht, die Anreise mit Verkehrsmitteln zu ermöglichen. Wir haben zum Beispiel auch das Problem, wir müssen einen Shuttle finanzieren, wir zahlen da drauf für einen Shuttlebus, weil der Landkreis nicht auf die Kette bekommt, eine Busverbindung vom Bahnhof in die Stadt irgendwie einzurichten. Und wir sehen es aber auch nicht ein, dass die BesucherInnen dafür noch extra Geld zahlen, sondern wir zahlen da halt eigentlich drauf. Und da wünsche ich mir vom Staat oder von durch Förderungen eben Unterstützung, dass man das machen kann. Denn um das Klima zu sparen oder Müll zu trennen, das muss für die KonsumentInnen so niederschwellig sein wie möglich. Wenn man keinen gelben Sack zu Hause hat, der abgeholt wird, sondern man muss seinen Plastikmüll wegbringen, was passiert? Man brennt den Müll nicht. Also man muss es so bequem wie möglich machen. Manchmal darf es aber auch wehtun, aber nicht im Geldbeutel, sondern es gibt halt dann einfach kein Fleisch. Also das ist meine Meinung. Und warum meinst du, dass die Besucher nicht für den Bus bezahlen würden? Also ich finde, dass man das auch anbieten muss. Also man kann natürlich sagen, ja, 3 Euro, aber so viel, wie das kostet. Und ich finde nicht, dass das Festival, das in dem Raum stattfindet, wo eigentlich ja sowas, also wo auch die BürgerInnen mit dem Auto fahren, weil die Infrastruktur nicht das. Also öffentlicher Nahverkehr, das ist ja ein totales Problem. Warum? Also meiner Meinung nach sollen nicht die BesucherInnen und das Festival dafür zahlen, sondern die Kommune oder der Staat oder irgendwelche Förderungen, die da einfach greifen sollten. Ich schaue jetzt mal auf eine Bewegung, eine staatlich gefördert werde. Wie ist denn da dahinter? Hast du Möglichkeiten? Also ich denke an Museumsshops, ne? Also jetzt dieses Anbieten im Angebot quasi die Klimaneutralität oder die Nachhaltigkeit so mit einfließen zu lassen, dass es quasi
dass ich gar keine, dass ich gar nicht entscheiden muss, sondern ich konsumiere. Also Clemens, das ganze Inklusion geht ja darum, also es geht ja um Zukunftsfähigkeit von Technologie und welche sag ich mal, Dystopien und welche Utopien daraus erwachsen. Es werden zum Beispiel Vinyl angesprochen, jetzt ist aber, also ganz Klimawahnsinn ist das ganze Streaming. Ich meine, dass wir da an Energie rausblasen. Und wenn ich Spotify mir da runterdrehe oder weiß ich nicht, Netflix gucke, dann kannst du aber eine nette Vinylplatte, die ist nachhaltiger. Also das sind solche Sachen, die man da einfach aufmacht, zu sagen, eine Sache ist, wie du es siehst, muss deswegen aber noch lange nicht, deswegen in irgendeiner Weise besser, dann ist halt sauber. Aber also Digitalisierung, und ich mache es selber auch, aber das ist echt ein Fresser. Wir gucken halt tatsächlich auch in dem, was wir verkaufen, wie lange der Shop ist rausgegeben, also wer ist verpachtet, aber dass man da eben auch drauf guckt, dass wir nur Papier und so ein Kram haben. Wir sind mittlerweile fast am Papier für das Büro, obwohl ich, wie gesagt, auch, was ich da gerade erzählt habe, auch wiederum ein bisschen mittlerweile zurückgehe. Weil das, was wir dann wiederum an diesen Servern brauchen, ja auch irgendwo genutzt werden muss. Ich glaube, es ist immer die Frage, was ist das für und wieder? Also man muss es vielleicht, glaube ich, immer in Relation stellen. Also nur weil man sagt, jetzt, wie gesagt, kein Müll mehr und deswegen streamen alle. Man muss sich das eben, glaube ich, bewusst sein. Ich glaube, das ist der Punkt. Schon Wissen. Also man muss, ich glaube, Wissen steht vor allem. Yeah, also wenn du das nicht weißt, also wenn ich wenn du jetzt nicht da auch deinen Fokus drauf richten kannst, dann kommst du gar nicht dazu, dich daran zu reiben. Dann sagst du ja, wieso, ist ja in Ordnung, Papier ist doch gut. Allein wenn, dir, wenn du eine Pizzakarton in Papiermüll packst, ist leider die ganze Papiertonne für den Arsch. Das kannst du leider alles verbrennen. Weil da einfach, das wusste ich mal nicht, aber hier waren wir auch so gut und wir machen das alles richtig. Ich glaube, das steht vor allem daran, reiben wir natürlich im Museum genau so, zu sagen, also wenn du das nutzt, kannst du alles machen, wir wollen nichts verbieten, aber du solltest einfach wissen, was darauf erwächst. Und das kann man natürlich schon auch vielleicht, deswegen ist wäre das super, wenn ihr das in die Kommunikation geht. Weil wenn ich das als Kunde nur lese, dann denke ich, ach guck mal, dann machen die sich Gedanken drüber. Und ich weiß, ich wusste ich gar nicht, ist doch cool. So, und ich glaube, das ist da hast du doch schon irgendeinen Ansatz. Kann man aber auch von Freunden geteilt. Natürlich, klar, das wäre geil. Selbstverständlich, klar. Aber um aus der Blase rauszukommen, also wenn man die Freunde hat, geben wir uns dann immer nur selber die Klinke in die Hand. Ich glaube, wie komme ich denn da drüber? Also das Leute bei euch, wenn das Büro große Festival ist, da werden ja viele Blasen sein bei euch. Da werden nicht alle sich wirklich, sag ich mal, so damit beschäftigt haben. Trotzdem gehen sie auf Konzerte und gehen in Clubs. Wir müssen leider schon in Richtung Abschlussrunde gehen. Also ich würde mal sagen, ich würde gerne von euch so ein bisschen ausblicken, was ihr euch wünscht. Also was ich super fände, was ich also Vernetzung kam jetzt ja zigmal. Du lebst es schon so ein bisschen in dem Spiel drin, bei dir ist es intrinsisch. Also, wenn sich nach diesem Panel hier auch eine kleine AG oder wie auch immer ihr es nennt, für Austausch und Aufschlauen. Es gibt hier auch Nachhaltigkeitsnetzwerke, die sich beschäftigen. Meines Wissens bei dem einen, bei dem ich bin, unter die Wertsache, ist niemand aus der Musikbranche dabei. Super schade. Aber das ist genau dieser Business-Transfer, dieses Aufschlauen. Also, das würde ich jetzt mal sagen. Das habt ihr schon ausgesprochen. Da sind wir gespannt, was daraus wird. Aber jetzt mal, wenn jeder von euch nochmal sagen könnte und gerne auch wieder uns mit einbeziehen, weil wir so ein Teil wollen nehmen. Also was wünscht ihr euch auch ne, von uns? Oder was sind das Voraussetzungen? Wir machen jetzt nicht, was in 5 Jahren ist, weil ich würde sagen, das kann man nicht mehr. Ein Mensch weiß, was im nächsten halben Jahr passiert zurzeit. Aber was sind für euch die Punkte, die ihr gerne angehen möchtet? Also da ein bisschen konkreter zu werden, dass wir hier auch so ein Gefühl bekommen, wo können wir auch als Festivalbesucher, als Museumsbesucher, als der Autonomalverbraucher, ne, der intrinsisch getrieben ist, wo treffen wir auf Widerhall, wo können wir unterstützen? Also was wollt ihr angehen und wo sagt ihr, das muss einfach passieren, da brauchen wir Unterstützung in welcher Art auch immer, von welchem Akteur auch immer, ob das jetzt Subventionen sind oder wurscht. Was wollt ihr angehen? Und wo sagt ihr Limits da? Also was ich auf alle Fälle angehen werde, ist das Thema Kommunikation. Was machen wir denn schon? Also klar, man hat das alles im Kopf, aber das mal auch öffentlich kundzutun. Den einen Teil interessiert es, den anderen Teil interessiert es nicht. Dann sind wir bei dem Wunsch, dass sich die Leute dafür interessieren, dass es anerkannt wird und dass eine Akzeptanz da ist, dass eben das nachhaltige Veranstaltungen auch im Ende mehr Geld kosten werden oder einfach auch eine Bereitschaft, das Geld auszugeben. Und was ist Wunsch außerhalb dieses Kreises? Natürlich eine Förderung für Nachhaltigkeitsmaßnahmen, egal in welchem Bereich.
ob das durch Staat oder irgendwelche anderen Fördertöpfe sind, das würde ich mir schon wünschen, damit wir die großen Hebel halt auch angehen können. Ich wünsche mir auch eine Förderung, aber ich wünsche mir auch bisschen mehr, dass die Konzerne zum Beispiel, die dafür zu wenig machen, mehr dazu gezwungen werden. Also dass Förderungen zum Beispiel an die Bedingungen geknüpft sind, dass bestimmte Auflagen erfüllt werden müssen oder Kriterien, weil die irgendwann auch sowieso nicht mehr wettbewerbsfähig sind, hoffentlich. Firmen, die auf Nachhaltigkeit scheißen sozusagen. Ich wünsche mir da auch mehr Mut von Festivalveranstaltern, ihre BesucherInnen mehr zu konfrontieren. Also ich wünsche mir zum Beispiel mutig zu sein, kein Fleisch anzubieten und diese Personen, die sich darüber aufregen, also damit einfach klarzukommen. Ich habe zum Beispiel Social Media für ein 20.000er Festival mal gemacht, habe einen Post dazu abgesetzt, wie man am besten mit den Öffis anreisen kann und mit einer Grafik so und so viel CO2-Ausstoß hast, wenn du mit dem Zug anreist, so wie wenn du mit dem Auto anreist. Und dann kommen da natürlich Kommentare, jetzt wollt ihr uns verbieten, mit dem Auto anzureisen, als nächstes wollt ihr mir verbieten, dass ich mein Dieselaggregat nehme. Ja, aber natürlich. So wirklich. Also da muss schon, ja. Und das kann man auch verlangen und man muss dann auch einfach gut umgehen dann mit solchen, also gute Argumente finden und die gibt es ja gegen solche Trolle oder Personen, die dann sagen, jetzt wollt ihr uns das und das verbieten und dann sagt ihr kein Fleisch mehr essen. Wenn du Fleisch essen willst, dann bringst du dir halt eins mit. Genau. Danke dir. Ja, die Regulation, die du angesprochen hast, kommt dann vielleicht als letztes tatsächlich und die ist dann auch zu begrüßen. So wie du sagst, wenn wir halt jetzt gerade nicht selber motiviert oder dazu gezwungen, also Dosenpfand, wenn ich nochmal 20 Jahre zurückgehe, hat genau diesen Berg, von dem du gesprochen hast, mal so klein gemacht, auch in anderen Ländern nicht, da hast du den immer noch. Also wenn du durch die Street Pride Zürich läufst, da hast du genau diese Situation. Also man kann durch regulative Maßnahmen da schon steuern und man sollte das auch. Und das ist der Top-Down, ist klar. Ja. Ja, aber den kann ich eben dann ziehen, wenn ich wirklich alle dazu gebracht habe. Also Wunsch und Forderung, Synchronisation des Assessments der Nachhaltigkeit übergeordnet, bundesweit für die Kultur- und Kreativwirtschaft, sprich klare Maßnahmen und Assessment-Kataloge für Clubs und Festivals und Unterstützung bei der Umsetzung durch Förderung. Danke. Ich würde sagen, als Otto-Normal-Verbraucher, wir haben immer ganz, ganz viele Sachen, die wir ändern wollen und wir wollen einfach die Namen ändern. Das ist voll wichtig. Und ich glaube, das müssen wir einfach komplett streichen. Wir müssen so richtig langweilig werden und uns ein, zwei Sachen raussuchen, als einzelne, die wir feiern und die wir mit anderen teilen. Ich bin zum Beispiel in meinem Freundeskreis und alle Menschen, die mich kennen und öfters treffen, die wissen, dass ich Lebensmittel rette seit 10 Jahren. Die schmeißen weg, aber die denken, also ich habe, egal wo ich wohne, wissen die Leute, dass ich eben Lebensmittel rette, sie schmeißen es nicht weg oder fragen mich zumindest vorher, ob ich es haben möchte. Aber auch ohne, dass ich irgendwie nerv, sondern ich erzähle, was ich gefunden habe und so und dann frage ich, ob ich es abgeben möchte und so. Und Zigarettenstummel sind meiste und Müll. Also, aber das hat sich auch über Jahre hinweg aufgebaut und erstmal habe ich nur eine Sache die ganze Zeit gemacht und Lebensmittel gerettet. Mhm. Dann habe ich Kippen angefangen zusammen seit 2018. Und es geht um dieses, wir vergessen nämlich, dass wir in echt, eigentlich müssen wir uns immer wieder sagen, als ein kleines Kompliment, wir müssen uns eigentlich jeden Tag so ein bisschen in die Arme nehmen auch und mal ganz kurz sagen, zu was, ne, was wir toll finden. Und so müssen wir aber auch Wissen teilen und immer wieder weiter teilen, nochmal irgendwie so, hey, das mit den Kippen ist ja immer noch. Ne? Weil ich sammle ja seit 2018, jedes Mal, wenn ich losgehe, ich könnte in 20 Minuten immer 500 Kippen. Und es hört nicht auf. Es geht darum, dass wir damit dann nicht aufhören nach, ja, ich habe es jetzt dreimal gemacht und das passt schon. Nee, man muss es craven, tausendmal. Und jeder. Und dann ist man der Fachmann in seinem Ding und gibt es dann so weiter. Und man muss nicht 20.000 Probleme lösen, sondern der andere macht dann anders. Danke, schönes Bild. Okay. Ich wünsche mir, dass die Kulturbranche, ich glaube, in der Beziehung einfach sich selber ernster nimmt, auch in der Kommunikation, was sie alles leistet. Ich glaube, das ist etwas, was den meisten Menschen nicht bewusst ist, was es bedeutet, so ein Festival überhaupt zu machen, so einen Club zu,
am Laufen zu halten. Beim Museum kriegst du immer gerne mit, dass die Leute denken, das fällt vom Himmel, und wir sind so ein bisschen so die gute Laune-Branche, kostet nichts, alle machen es gerne und ja, yippie und so. Das ist natürlich nicht, also keiner würde sich beim Autokauf darauf sagen, das gibt mir umsonst, sondern es ist immer die Kultur, die irgendwas umsonst sein soll. Und ich glaube, das geht nicht, kann nicht sein, weil das einfach Arbeit ist. Es ist Arbeit, es ist Profitum, da steckt einfach viel, er sagt es, ihr erreicht viele Leute und die wollen auch alle Profi-Tag und Abend erleben. Also da würde ich mir wünschen, dass wir da einfach ehrlich sind und sagen, es kann trotzdem die Magic auf der Bühne sein, aber das können die Leute gerne wissen, was es bedeutet und was es dann auch bedeutet, wenn man zum Beispiel nachhaltige Dinge einsetzen möchte, dass das eben nicht umsonst ist. Ich glaube auch, dass man überhaupt erstmal einen Ist-Zustand feststellen will. Ich war echt geschockt, dass ich das nicht aus dem Stand wissen sagen konnte. Als ich gefragt wurde, was habt ihr denn für eine Dürrenlianz? I don't know. Wo die gefragt habe ich keine Ahnung. Fangen wir jetzt an, auch AGs zu gründen, zu sagen, wir gucken erstmal, was wir können, dann auch wieder bei dir kleine Schritte. Wenn du die Welt retten willst, dann hast du mal zweiten Tag keine Lust mehr. Super. Weil du sagst, du kriegst das nicht hin, denkst du, oh ja, schaff ja eh nicht, dann lässt es bleiben. Und natürlich gucken, wo kann man welche Förderung ansetzen. Weil wenn du zum Beispiel neues Licht kaufst, und Museen haben, gab es da eine große Förderung, dass alle Ausstellungen über das Umweltministerium ihre Lampen austauschen durften. Das war echt ein Gamechanger. Und das gibt es bei euch, glaube ich, nicht. Dass man einfach eine Förderung für Infrastruktur. Gibt es schon Teile, ja, musst du auch wissen, wo du rankommst. Ne? Das würde mir wünschen, dass man dann eben es zu einer selbstverständlicher wird. Ich glaube, das muss einfach irgendein Kipppunkt sein. Das ist einfach so, ist das ist keiner mehr der Frage. Aber ist doch noch mal. Ja, kann die Stadt ein umsonst werden, wo sie drauf zahlen, weniger anbieten und das in die Förderung stellen. Ja. Kultur hat seinen Preis. Wenn so lange günstig rausgeschleudert wird, echt umsonst ist halt keinen. Ich bin echt dafür. Ich denke, jeder könnte nochmal ein Ticket dazugeben. Also ich würde auch nochmal ein Ticket extra bezahlen. Ich weiß schon, also das ist schon ein Ticket. Aber es ist einfach, also ich nehme, dass das, sobald es umsonst ist, vielleicht ist es auch nicht definiert ist, weiß ich nicht, ist halt eher ein Flanieren, als dass es wirklich bewusstes ist. Ne? Und ja, bin ich dabei. Ganz, ganz vielen Dank an euch. Ganz, ganz vielen Dank an euch Interessierten und dann Alex, das ist alles aufgezeichnet. So hoffen wir, dass die Leute. Ich hoffe immer auch selber. Genau. Wir gucken dann alle deinen Kanal, weil die das interessiert hat und die Botschaften hier von dem Panel gerne aus ihrer Blase rauf oder zumindest in ihrer Blase teilen wollen. Alex, dein Kanal heißt? Alex Zio, Alex Cesar in der Otto. Und ich mache das auch so, dass ich sogar meine Visitenkarten schreibe mal auf Karton, also auf Müll. Okay. Oder auch selbst. Genau. Aber es ist nur als genau. Also wichtige Botschaften heute, ganz, ganz vielen Dank. Und jetzt ist es an uns, die auch zu teilen und rauszutragen. Danke euch. Start my day with ideas that could